Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauende. Ich habe heute Gelegenheit, aus einer sehr schönen Landschaft, über eine sehr schöne Landschaft zu berichten, die allerdings ganz woanders ist. Hier am ungefähr 37. Breitengrad Südwesteuropas beziehe ich mich auf eine Landschaft, die etwa beim 52. Breitengrad unseres Europa liegt, und zwar auf das Gebiet des Eggegebirges, welches so einen gewissen südlichen Anschluss an das Sennegebiet und natürlich den Teutoburger Wald hat. Als ich 1982 als junger Hochschullehrer an die Universitätsabteilung der Paderborner Uni in Höxter kam, nahmen mich einige Studenten an die Hand gewissermaßen und zeigten mir, wo ich künftig zu lehren und zu forschen hätte. Sie waren unglaublich engagiert. Und es war sofort erkennbar, dass dieses Engagement aus der Begeisterung dieser jungen Menschen für diese Landschaft, zu der sie aus Bayern, aus Rheinland-Pfalz, vom Oberrhein und so weiter gekommen waren oder auch aus Niedersachsen, Hannover und so weiter und so fort. Und es mag ihnen ähnlich gegangen sein wie anfangs mir. Na, wo bist du da hingelangt? Hier ist ja gar keine große Stadt, das heißt Kassel, Paderborn, ja. Aber Hannover oder Göttingen sind recht weit weg. Dieser ostwestfälische Raum mit dem Landkreis Paderborn, dem Südbereich von Lippe und dem Kreis Höxter, birgt tatsächlich ein ganz besonderes Kleinod, neben den vielen, die dort vorkommen und mit dem er vernetzt ist. Und dieser große Bereich, auf den ich hier fokussiere, ist das Eggegebirge. Das Eggegebirge ist eine ganz bemerkenswerte Kante in der Landschaft beispielsweise. Unter anderem durch seine kreidezeitlichen Sedimente ganz markant aus der Landschaft herausgehoben. Wer aus der Kurstadt Bad Triburg gewissermaßen über den Berg unter der Wildbrücke durchführt nach Höxter, ja, der weiß, was er da gerade überwindet. Und wenn man sich die Landschaft näher anschaut, dann sieht man, dass sie eine sehr stark von Forsten, von Försterwäldern geprägte Landschaft ist, die ich in den vergangenen Jahren seit 1982 zunehmend und bis heute ungebrochen schätze. Nun wird mir gesagt, wenn man diese Landschaft zu einem Nationalpark macht, dann sei das ein Nachteil für die Region. Sehr verehrte Damen und Herren, wer durch Europa fährt und Nationalparke betrachtet oder auch Großschutzgebiete, zum Beispiel des Typs Biosphärenreservat, der sieht übereinstimmend, dass sich letztlich jeder Widerspruch gegen einen solchen Nationalpark umgekehrt hat in eine Akzeptanz. Anfangs hieß es auch im Nationalpark Schwarzwald: Nein, mit uns nicht, nicht an uns vorbei. Das ruiniert unsere Wirtschaft, wir dürfen da nicht mehr in den Wald und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, die Wirtschaft, von der kleinen bis zur großen mittelständischen, auch bis zur größeren Wirtschaft, profitieren davon. Es kommen auch ganz neue Bereiche, die bearbeitet werden wollen, für die es Arbeitsplätze einzurichten gilt. Und ein solcher Nationalpark bringt überhaupt erstmal der Regionalbevölkerung ins Bewusstsein, dass sie da jahrzehntelang möglicherweise in einem Kleinod gelebt hat, in einem unglaublichen Edelstein der Landschaft. Und dann höre ich auch immer wieder Leute, das ist doch überzogen, Entschuldigung, das ist ein bisschen abschüssig hier. Dieses kleine Eggegebirge, wer will denn jetzt hier plötzlich Nationalpark sagen, wenn die Amerikaner das in Yellowstone machen? Ja, dann ist das natürlich klar. Aber sehr verehrte Damen und Herren, wir sind nicht in Nordamerika, wir sind doch nicht in Sibirien oder in Afrika. Bei uns ist die Kulturlandschaft sehr viel stärker durch Siedlungen strukturiert. Unsere Kulturlandschaft beschert uns alle 2 bis 3 Kilometer ein Dörfchen oder
alle 10 bis 50 Kilometer eine Stadt. Das ist europaweit fast so. Könnte das bedeuten, dass man dann keine Nationalparke mehr einrichten kann? Aber doch mitnichten. Das Bemerkenswerte ist ja doch, wie unter anderem der bekannte Zoologe und Ökologe Josef Reichholf in München gezeigt hat, dass selbst mitten in der Stadt eine Artenvielfalt, zum Beispiel bei Großschmetterlingen, besteht, die sich sehen lassen kann. Und wenn ich bei München bleibe, dann gehen Sie mit mir jetzt in Gedanken zur Brudermühlbrücke und dann schauen wir mal in die revitalisierte Isar hinein und beobachten zugleich, dass wirklich Hunderte und Tausende Menschen dort Erholung finden, wo ein noch vor einiger Zeit sehr bedrohter Fisch, der Huchen, ein großer Lachsfisch, wieder in der Isar schwimmt. Das heißt, es ist möglich, mit der Kulturlandschaft eine hochgradige Natur zu organisieren. Und wenn man dann den großen Standortvorteil hat, wie das Eggegebirge, dass man in vieler Hinsicht für Dörfer, vor allem große Städte, gar nicht so gut geeignet ist, dann ist die Konsequenz, dass man dort sehr viel Wald, dass man dort sehr viel Wiesen hat. Ja, und der Begriff Wald, der trifft es natürlich dort nicht, wie mir auch die dortigen Förster, höchst engagierte Persönlichkeiten, vermittelt haben. Wir haben hier Försterwald, wir wissen das. Aber wir können Ihnen sagen, wir schätzen jeden alten Baum, wir überlegen uns genau, ob wir den entfernen. Und auch aus diesen Kreisen der dortigen Forstwirtschaft kommt es, dass man Waldbestände schützt, dass man auch Forsten, wie diesen Fichtenforsten, die da gar nie hingehört haben, erlaubt, tatsächlich zu sterben und an ihrer Stelle eine naturnahe Vegetation entstehen zu lassen. Prädestiniert für einen Nationalpark. Was soll ich da noch sagen? Sehr verehrte Damen und Herren, das lässt sich alles ausführen. Ich bin zum Beispiel auch sicher, dass das Haselhuhn dort im Gebiet eine Latenzart ist, was bedeutet, eine latente Population hat, die im Augenblick sich der Beobachtung entzieht. Ich erinnere auch, wie es damals mit der Wildkatze war. Die wurde dann irgendwann entdeckt. Das war ein bemerkenswerter Lehrer im Kreis Höxter, der eines Tages uns dann auch einen Vortrag hielt und uns ein Foto zeigen kann, wo man ganz charakteristisch eine Wildkatze von hinten sah und erkennen konnte, sehen Sie da am Lauf die Färbung und die Größe des Schwanzes und so weiter. Das ist typisch. Und er berichtete unter anderem auch vom Haselhuhn. Aber die Wildkatze, das sagte uns dann auch mal ein anderer Förster aus dem Paderborner Forstamt. Ach, wissen Sie, ich rede gar nicht darüber, dass die Wildkatze hier vorkommt. Ich will die ja nicht berühmt machen. Ich bin doch froh, dass die da lebt. Und die Wildkatze ist ein ganz besonderes Zeichen für das Eggegebirge. Für mich ist sie auch ein Hinweis darauf, dass es lohnt, das Eggegebirge zu einem Nationalpark zu machen. Denn alles andere wäre typisch für die mitteleuropäische Landschaft, denn ein rein geschlossener Hallenwald. Und die Wildkatze ist keine Waldkatze. Die Wildkatze ist eine Art, die ein Mosaik aus geschlossenen Beständen und offenen Beständen, Lichtungen, zum Teil durch Eisbruch hervorgerufen. Das können auch Menschen durch einen kleinen Kahlschlag machen, aber Achtung, da wird es schon kritisch. Die Wildkatze will nämlich ihre Ruhe. Aber die Wildkatze ist eine Art einer mosaikreichen Landschaft. Und wenn mir die Wildkatze als Bioindikator sagt, du, ich kann hier leben, hier gibt es offenbar ein Mosaik, dann ist das für mich ein Hinweis darauf, dass das Eggegebirge aus dem Mosaik des Naturpotenzials Mitteleuropas offensichtlich ein ganz besonders wertvolles Gebiet mir zeigt, mir demonstrieren will und dass es sich lohnt, dieses Gebiet intensiv zu schützen und mit den Menschen. Nach allem, was ich überall in Europa in Nationalparken erlebt habe, ob das die Picos de Europa im kantabrischen Raum sind, also in Nordspanien, ob es Coto Doñana in Südeuropa, in Iberien ist, am Guadalquivir, ob es der Ordesa-Nationalpark in den Pyrenäen ist oder den ich Ihnen dringend ans Herz lege, weil er so nah ist, in Berchtesgaden oder bei Dresden,
das Elbsandsteingebirge, wo Caspar David Friedrich gemalt hat. Wenn wir uns diese Nationalparke ansehen oder auch Kellerwald, dann wissen wir, Nationalparke sind mit Menschen vereinbar. Ganz im Gegenteil, sie sind sogar wichtig für die Menschen. Und es ist gut für die Menschen, wenn sie Nationalparke entwickeln. Und ich möchte zum Abschluss dieses Films noch etwas sagen. Wenn Sie den Eindruck hätten, ich wäre in gewisser Weise begeistert für den Eggegebirgsraum, ich wäre begeistert, wenn es zu einem Nationalpark Eggegebirge käme, kommen darf, dann bitte glauben Sie mir, das ist absolut begründet. Und begeben wir uns auf die Spur, lösen wir doch dann auch bitte die Begrenzungen dadurch auf, dass die CDU, also wir kommen um Parteiaspekte nicht herum, ich gehöre aber keiner Partei an, bin offen für alles, was auf unserer demokratischen Ordnung arbeitet. Dass die CDU so schnell Nein gesagt hat, sie macht das auch in anderen Gebieten Nordrhein-Westfalens erstaunlicherweise, obwohl der Impetus zu einem Nationalpark, einem zweiten in Nordrhein-Westfalen, von einer CDU-geführten Regierung ausgeht. Das war ein Missgriff, das war eine Fehlentscheidung. Und wozu sind wir denn sonst da, sehr verehrte Damen und Herren, als dass wir aus Fehlentscheidungen lernen? Und ich ermutige einfach die CDU, sich die Potenziale wirklich in aller Ruhe vorzunehmen und ihre Ablehnung zu überdenken. Denn eine Nationalparkentscheidung will wirklich von einer überwiegenden Mehrheit der Menschen getroffen werden. Und nach dem, was ich bei meinen Aufenthalten im Sommer und im September im Kreis Höxter erlebt habe, weiß ich, dass sehr viele Menschen in der Bevölkerung Ja zum Nationalpark Egge sagen. In diesem Sinne, ein Plädoyer, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist nur eine Anregung. Danke.